Er ist der ideale Österreicher, Josef Meinrad. Zwar kann man von einem idealen Österreicher genauso sinnvoll sprechen wie von einem schwarzen Schimmel. Aber das hielt Otto Schenk nicht davon ab, eine Laudatio für den legendären Schauspieler zu halten. Anlässlich Meinrads 100. Geburtstags besuchte Otto Schenk die Gemeinde Großgmain, den Wohn- und Sterbeort Josef Meinrads. In Wien sagt man, er ist erbrochen. Es war nichts auszusetzen. Es war in seiner großen Zeit, ist ihm auch alles gelungen. Es ist die Sehnsucht nach verloren gegangenen Menschen, die die bittersüßesten Gefühle in uns Menschen weckt. Otto Schenk erzählt in Großgmain von seinen gemeinsamen Momenten mit Josef Meinrad. Er war für mich eine Bombe. Aber er fehlt. Es ist eine Sehnsucht nach ihm und es ist ein Versuch, seinen Humor weiter zu tragen und selber zu versuchen, halt so wie man es selber kann. Josef Meinrad galt in Großgmain dafür, immer bescheiden gewesen zu sein, auch wenn das Otto Schenk nicht vollends zu unterschreiben scheint. Unser bescheidener Meinrad ist unser teuerster Schauspieler und hat das nicht nur positiv gemeint, sondern ein bisschen hinterfutzig, weil er die höchste Gage von uns allen gehabt hat, die wir ihm alle gegönnt haben. Freundlich, ruhig und bescheiden, so ist Josef Meinrad in Großgmain in Erinnerung. Sein Wohnhaus in der Stauffenstraße macht allerdings einen sehr pompösen Eindruck. Josef Meinrads großer Erfolg als Schauspieler hat ihn aber nie hochnäsig oder herablassend werden lassen. Heute ist das Josef Meinrad-Haus im Besitz der Familie Haderer. Ein nicht unumstrittenes Erbe hat die Familie damit angetreten. Allerdings betrachten die Haderers dieses Erbe als eine Ehre. Das Haus und dessen Inhalt wird von der Familie gut behütet und gepflegt. Und das war bestimmt ein Mitgrund für das unerwartete Erbe. Ich gehe immer wieder durch die Räumlichkeiten und kann es oft noch gar nicht glauben. Und manchmal drehe ich Platten von ihm auf, zum Beispiel La Mancha. Und dann schreie ich, Herr Meinrad, das ist Ihr Haus, singen Sie ganz laut. Und dann drehe ich die Musik voll auf und dann spüre ich ihn irgendwie, dass er da ist. Und ich habe ihn halt so in Erinnerung, er war ja immer sehr zurückhaltend und ruhig. Und wenn wir da waren und so, dann ist er meistens wieder verschwunden. Aber es ist so eine nette Freundschaft entstanden. Selber haben sie keine Kinder gehabt, wir waren damals noch relativ jung. Und ich glaube, wir waren so ein bisschen Kinderersatz. Behütet wird in Großgmain nicht nur sein Besitz, sondern auch er selbst. Im Kampf mit Bürgermeister Häupl blieb das Ehrengrab in Wien leer. Und ganz nach Meinrads Wunsch wurde er 1996 in Großgmain zu Grabe getragen. Das war gar nicht einfach, weil plötzlich um den toten Josef Meinrad natürlich sich die Stadt Wien gekümmert hat und der Bürgermeister Häupl eigentlich ihn in einen Ehrengrab in Wien beerdigen wollte. Und da habe ich dann natürlich immer wieder telefoniert und die Frau war dann natürlich auch in ihrer Verzweiflung mit dem, wie gehen wir jetzt mit denen um. Aber man glaube ich sollte immer den Wunsch des Toten auch erfüllen, wo er das wollte und das haben wir dann hingebracht. In der Geheimsprache des Humors will Schenk seinen gemeinsamen Schauspielerlebnissen mit Meinhard gedenken. Dazu gibt es eine teuflische Methode, indem ich ein Satzschauspieler diesen Satz immer wieder falsch vorzusagen, sodass der dann mit seinem Satz ins Strahlen kommt. Unser junger Schauspieler hat zu sagen, der Schweizer schießt. Das ist für sich schon ein nicht ungefährlicher. Die alten Kollegen sagen, du sag nicht, der Schweizer scheißt. Lass mich in Ruhe, ja? Der Schweizer schießt. Kollege, der Schweizer scheißt. Lass mich nur, tritt auf, korrigiert und sagt mannhaft und deutlich, der Scheißer schwitzt. Otto Schenk war an diesem 21. April nicht schwer nach Großgmain zu bewegen. Mit Tränen des Lachens und der Freude hat man dank Otto Schenk den 100. Geburtstag Meinrads begossen.
Und diese 100-Jahr-Feier mit diesem Tag, glaube ich, war schon ganz was Besonderes für Großgmain. Und das hat sich der Josef Meinrad auch verdient. Und wir möchten das weiterhalten und weiter dabei bleiben, dass wir ihm ein hohes Ansehen lassen, weil er war immer ganz, ganz besonders nett in Großgmain und ein ganz bescheidener und ist immer mit seinen Hunden spazieren gegangen und war eigentlich, er hat zu den Großgmainern gehört. Er war also ganz, ganz ein lieber Mensch. Da lege ich meinen Hobel hin und sag der Welt,